Gegner zu kommen, und zwar wenn möglich ganz inkognito, um nicht nur das Land kennenzulernen, sondern vor allem um teilzuhaben an den großen Olympischen Festspielen, die, ich glaubte, in gestatten worden. Ich habe wenige Jahre vorher die finnischen Kämpfer in Berlin bewundert und kannte darüber hinaus ihre Freiheitskämpfe, kannte auf der Zeit des Weltkriegs und des Abschluss des Weltkriegs auch den Namen des Marschalls. Ich werde damals selber nicht träumen lassen, dass mich das Schicksal einmal unter diesen Umständen nach Finnland führen werde. Der Krieg, in dem wir nun gemeinsam stehen, war von Deutschland weder vorgesehen, noch, das darf ich ruhig aussprechen, vorbereitet worden. Wenn wir uns diesen Krieg als möglich vorgestellt hätten, dann wären die Vorbereitungen gründlicher, besser, praktischer, zweckmäßiger gewesen. Wir glaubten vielleicht an die Möglichkeit einer Auseinandersetzung in Europa, dann, wenn gewisse Staaten es auf eine Verewigung des Versailler Vertrages abgesehen haben würden. Aber ich hatte die starke Hoffnung, dass es auch hier gelingen würde, einfach durch die Macht der Vernunft und durch die Erkenntnis, dass unmögliche Zustände auch unmöglich bleiben können, dass es damit gelingen könnte, friedliche Revisionen herbeizuführen. Und ich hatte ein ganz großes soziales Programm mir vorgenommen. Ich bin selbst in meinem Volk aus sehr schweren Anfängen emporgestiegen. Ich hatte kein anderes Lebensziel, als ein ganz großes soziales Programm durchzuführen.